Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift? Ich glaube, ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um ihrem Partner Agent Riggs zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los. Nein, 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 nein! Scheiß drauf. Ich schalte ihn aus. Warte den Befehl ab. Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain, wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen. Wir müssen Gould retten. Feind ausgeschaltet! Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Nur gut, beschützt Gould! Alles klar! Agent Gould, Delta Force, keine Sorge, alles wird gut. Hinter den Sandsäcken! Lass mich! Auf zu Gate! Wir stehen hier unter Strom! Granate! Es belebt sich! Auf zu dem Scheiß-Gate! Scheiße! Gut! Runter! Haftgranate! Macht schnell! Achtung! Schwer drüber! Der ist hin! Aufpassen! Da kommt eine Schrotflinte! Bin fast clear, muss nachladen! Ja. Haftgranate! Oh. Ah!
Muss nachladen. Walker, hierher! Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße! Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Ghouls Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Ghoul war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Ghoult. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Ghoult vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich will gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Wo sind wir hier? Nach Ghouls Karte liegt das Gate direkt vor uns. Männer der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben gekostet hat. Doch fasst euch! Denn durch ihr Opfer haben sie Agent Ghoul, diesen miesen Schurken, direkt in die Hölle geschickt. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Ricks und die Männer der Delta Force, sie sind die Nächsten. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Schlaf gut, Wichser. Okay, Logo. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Lugo. Man hat immer eine Wahl. Nein, haben wir nicht. Du ziehst.
Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Auf dem Balkon. Da, Eindringlinge. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir werden dann. Keiner rührt sich mehr. Das war's. Er hat recht, Walker. Okay, das war's. Los, runter da. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Nicht reden. Was hast du gesagt? Er meint, der Rauch ist giftig. Halt lieber den Mund. Ja, klar. Oh Gott. Hallo? Los, kommt weiter. Bitte, ich stecke fest. Ich spüre meine Beine nicht. Vorher kommt der. Immer näher. Ich kann... Oh Gott. Hilfe! Walker, komm schon, Mann. Wir können nichts für ihn tun. Komm jetzt. Er ist schon tot. Lade nach. Habt ihr euch selbst eingebrockt? Wir wollten helfen. Was? Oh nein. Sind das Zivilisten? Wo kommen die her? Hier gibt's kein Lager. Die haben sie aus dem Nest verschleppt. Aus dem Hotel an der Sturmwand? Nein, nein, nein. Das hier können nicht die entführten Zivilisten sein. Unmöglich! Doch sie sind's. Darum hat Gould den Laden gestürmt. Er wollte gar nicht das Geld.
Er wollte seine Leute retten. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Hugo! Aber so ist es! Er wollte es nicht hören! Wir müssen weiter. Was? Hier kommt jeden Moment Verstärkung an. Wir müssen weiter. Aber Walker, du willst... Ich sorg dafür, dass die Schweine büßen für ihre Taten. Also seid ihr dabei oder nicht? Da kommen sie. Mit Deckung! Feuer erwidern und vorrücken! Die sind besser als wir! Ist mir egal! Wir nehmen das Geld! Schwing dein Arsch darüber und hilf ihm! Halt durch, Mann! Ich komme! Ich brauch hier Deckung! Kommen Sie. In Deckung! Feuer erwidern und vorrücken! Die sind besser als wir! Ist mir egal! Wir nehmen das Geld! Halt, bewegt sich! Nochmal! Nach links bei den Flanker! Scheiße! Unter schwerem Beschuss! Ja. Lade nach! Muss nachladen! Geht mit Deckung! Ausgeschaltet! Rücke vor!
Dranbleiben! Sie gehen rein! Bleibt schön dran! Und bleib liegen, verdammt! Sie können nicht mehr weg! Erledigt sie! Seht euch hier um. Vielleicht finden wir einen Hinweis, was hier eigentlich los ist. Karten, Vorräte, Munition. Sieht wie ein normaler Vorposten aus. Nein, oben muss noch mehr sein. Check die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer als das draußen kann's kaum sein. Hey, Vorsicht, Lugo. Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Macht euch bereit. Was zum Geier? Phosphor. Ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken.
Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst herausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radioman beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung, zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. 5 unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese 2 Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Ich hätte anders entschieden, aber Sie haben gehandelt. Das ist löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Dubai dankt Ihnen für Ihre Dienste, Captain. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir gefällt das auch nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich hab getan, was notwendig war. Ich hab uns am Leben gehalten. Komm, wenn Sie noch zuhören, ziehen Sie Ihre Leute ab. Hab ein! Muss nachladen, geht mit Deckung! Wir haben uns nur verteidigt. Wir wehren uns auf den Schild! Scheiße! Der Beschuss!
Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. Luft ist rein, Walker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Verdammt, wenn mich jemand hört! Hier ist Rix! Wir werden von der 33. attackiert! Brauchen Hilfe! Schnell! Rix? Scheiße! Das ist der 33. gesteckt! Das ist unsere Schuld! Walker, schnapp dir die RPG! Captain Walker. Jeff Riggs, kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Ich sehe nichts. Bleibt unten! Sichtkontakt. Ist es Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit. Da kommen sie, Jungs. Feuer frei. Ihr drei! Granate raus! Ich will meine Leute da raus!
Klingt nach dem Plan. Alle nach! Feind ausgeschaltet! Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Scharfschützen! Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Riggs, verdammt, wo stecken Sie? Ich rette euch hier den Arsch. Nichts zu danken. Tango, beweg dich! Leg ihn um! Ich brauche eine Blendgranate! Rein. Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA. Oh, ich Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Aufgepasst, wir kriegen Besuch.